Ja, liebe Geschwister im Herrn, das freut mich sehr, dass hier so eine doch relativ große Runde zusammen ist und dass hier so viele Geschwister auch Interesse zeigen am Wort Gottes. Und ja, das ist, denke ich, unser Ziel, dass wir auferbaut werden und gestärkt werden für die Herausforderungen, denen wir in dieser Endzeit ausgesetzt sind durch das Wort Gottes. Und wir haben ja so einige Themen, die hat, da habt ihr wahrscheinlich auch oder hat der Bruder Werner auch mit ausgesucht. Und das heutige Thema geht eigentlich genau auf unsere heutige Zeit ein, die Gemeinde in der Endzeit. Der Weg des treuen Überrestes durch Verführung und Bewährung, so habe ich das einmal überschrieben. Also, dass wir in der Endzeit leben, ich glaube, das ist jedem von uns bewusst und wird auch durch diese Corona-Krise, durch diese ganzen weltweiten Verwerfungen und Erschütterungen, denke ich, jedem bewusst bibellesenden Christen immer klarer, dass wir in der Endzeit, in diesen letzten Tagen, kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, voranschreiten. Und umso wichtiger ist es, denke ich, dass wir wirklich aus der Bibel, aus Gottes Wort Orientierung und Wegweisung für diese Zeiten empfangen. Und wenn man das eben studiert, was die Bibel dazu zu sagen hat, dann stellt man fest, dass das doch erstaunlich viel ist. Ja? Verstreut in verschiedenen Stellen, in den Evangelien, in den Briefen. Manches können wir vorbildlich auch aus dem Alten Testament entnehmen. Aber auf jeden Fall hat Gott es nicht versäumt, die Gläubigen auch für diese Zeit zuzurüsten in seinem Wort. Aber wir müssen graben und forschen und diese Dinge auch wirklich studieren und ergreifen, die uns Gottes Wort da an die Hand gibt, damit wir in der heutigen Zeit dem Herrn Jesus treu nachfolgen können und auch mitten in Verführungen und vielleicht auch Verfolgungen überwinden können. Das ist ja Gottes Ziel, dass seine Kinder ihm treu sind und überwinden, auch in schwierigen Zeiten. Nun, ich möchte am Anfang einfach einmal diese bekannten Verse aus dem Matthäusevangelium lesen, um uns da einzuführen in dieses Thema Matthäus 24, die Endzeitrede, die ich denke, ihr alle ganz gut kennt. Mit dem sollte man sich auch immer wieder beschäftigen, mit diesen Worten. Ich lese mal einfach Matthäus 24 von Vers 1 bis Vers 13. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere, und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Soweit vielleicht mal diese prophetische Vorausschau. Und ich denke, dass wir wirklich sehen können und sagen können, dass da der Herr Jesus den Jüngern sozusagen ein prophetisches Bild gegeben hat, dass die Zeit vom ersten Jahrhundert, wo er selber das zu den jüdischen Jüngern da auf dem Ölberg gesprochen hat, bis in unsere Zeit und eigentlich noch bis darüber hinaus porträtiert und kennzeichnet. Also das ist eine ganze Geschichtsepoche von etwa 2000 Jahren, die da im Blick ist und die der Herr Jesus hier geistlich einfach auch charakterisiert. Natürlich nicht in allen Einzelheiten, sondern einfach in dem, was
ihm von Gottes Ratschlüssen her wichtig ist. Und ich denke, was wir hier als erstes mal feststellen können, die jüdischen Jünger wussten um ein Ende des Zeitalters oder der Weltzeit. Ja, das war ihnen bekannt. Das hat ihnen nicht der Herr Jesus gelehrt, sondern das hatten sie schon aus den alttestamentlichen Propheten entnehmen können. Ja, und wenn wir, das können wir jetzt nicht machen, aber wenn wir da studieren, dann sehen wir, dass zum Beispiel der Prophet Daniel ganz deutlich von dieser Zeit des Endes gesprochen hat. Vielleicht können wir gerade einen kurzen Ausschnitt aus Daniel 12 doch uns nochmal vor Augen führen, um das bewusst zu machen, dass das schon eben die Propheten des alten Bundes gesagt haben. Und Daniel ist eigentlich der größte Endzeitprophet in dem Sinn, in einer gewissen Weise. Ja, der Prophet Jesaja spricht ja dann viel auch von dem messianischen Reich, aber diese Zeit vorher, die hat vor allem auch der Prophet Daniel sehr eindringlich geschildert. Und da können wir vielleicht auch mal schauen, da wird zum Beispiel Vers 9 von Daniel 12 gesagt: Geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und dann Vers 13, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Ja, also das Ende der Tage, das Ende der Weltzeit, das war den Juden, den jüdischen Jüngern schon ein Begriff. Und sie wussten auch, was da kommt. Und das möchte ich einfach am Anfang betonen. Ich denke, für viele Christen hat der Begriff Endzeit schon etwas Bedrohliches. Und das ist ja auch in gewisser Weise verständlich. Aber im Grund hat dieser Begriff auch etwas sehr, sehr Tröstliches in sich. Endzeit, Zeit des Endes, das bedeutet ja letztlich, dass eben unser Gott, der lebendige Gott der Bibel, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, die ganze Weltgeschichte in seiner Hand hat. Er hat sie unter Kontrolle. Er hat allen Mächten, die heute sich groß aufspielen, ein Ziel und ein Ende gesetzt. Und das ist ja interessant in dieser großartigen Vision in Daniel 7, da sieht der Prophet Daniel, wie diese Reiche der Welt als Tiere symbolisiert, sich da groß machen und gewaltig aufspielen und gegen Gott auflehnen. Und dann sieht er, wie einer kommt, der Sohn des Menschen, und der zerbricht diese ganzen Reiche und ihm wird das Reich gegeben. Und das ist ein ewiges Reich. Also Gott ist völlig unter Kontrolle, gerade auch in dieser Zeit des Endes. Ja? Und das zeigt ja auch diese Prophetie, der Herr Jesus sagt hier, schaut, es ist alles bei Gott schon vorherbestimmt und vorhergeregelt, dass es diese Kriege geben wird, dass es die Seuchen geben wird. Da sind wir natürlich bei Corona, denke ich, auch dran erinnert worden. Ja? Dass es auch eben Verführung geben wird, das ist alles im Plan Gottes enthalten. Aber Gott hat dem Toben der Heidenvölker auch ein Ende gesetzt. Und dieses Ende kennen wir, das ist eine Person. Das ist nämlich unser Herr Jesus Christus. Und das ist das Schöne. Die ganze Weltgeschichte muss zulaufen, nicht auf den Antichristen, sondern auf Christus. Auf den kommenden König, der die gottlosen Heidenvölker richten wird, der blutiges Gericht üben wird an allen Feinden Gottes und der dann aber auch ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichtet. Und das, was die Menschen über viele Jahrhunderte immer wieder erträumt und ersehnt haben und mit völlig verfehlten politischen Bewegungen inszenieren wollten, das wird dann der Sohn Gottes bringen, nämlich echten Frieden und echte Gerechtigkeit. Ja? Nur so mal in Klammern gesagt, ich war früher Marxist-Leninist, Maoist, militanter Atheist und mir ist es später ganz bewusst geworden, dass dieser militante Humanismus, der eigentlich heute auch die vorherrschende Religion ist, dass der eigentlich seine Ziele aus der Bibel abgekupfert hat. Ja, das sind eigentlich die Ziele des Paradieses und des tausendjährigen Reiches, nur mit dem gewaltigen Unterschied, dass die Marxisten gesagt haben, wir schaffen das aus eigener Kraft. Wir schaffen das Paradies aus eigener Kraft. Und wie sie damit kläglich gescheitert sind, das wissen wir alle, aber es musste auch so sein, denn der sündige Mensch,
kann keine bessere Gesellschaft schaffen, kann keine Gerechtigkeit wirken und auch keinen Frieden. Ja, das ist, denke ich, von der Bibel her jedem klar. Aber das sind genau diese Dinge. Der Mensch versucht, sich gegen Gott aufzulehnen und all diese Dinge selber in eigener Kraft hervorzubringen. Und es gipfelt in dem Auftreten des Antichristen, der sozusagen diese humanistische Rebellion gegen Gott symbolisiert und auf die Spitze treibt und sich als Gott in den Tempel Gottes setzt und anbeten lässt. Und dann kommt aber der wirkliche Messias und Retter und macht all diesem Toben und Treiben ein Ende. Das ist das Ende. Und wir gehen auf diese Dinge zu. Ja, das Endzeit ist die Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus als Richter und König. So können wir das definieren von der Bibel her. Ja? Und von daher gesehen dürfen wir wirklich diese Perspektive haben, die auch der Herr Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Wenn ihr diese Dinge geschehen seht, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung nahe kommt. Ja? Wir sind geneigt, da uns zu ducken und zu sorgen und zu denken, oh weia, jetzt kommen so richtig noch Kriege und Schwierigkeiten. Und natürlich wird es nicht ausbleiben, dass solche Dinge auch noch kommen. Aber letztlich dürfen wir wissen, unsere Erlösung naht und der Herr Jesus hat die Macht, die Seinen zu bewahren durch all diese Krisen und Dinge hindurch, die er da prophetisch geschildert hat. Nun, und was eben, denke ich, wirklich auch bemerkenswert ist, ist, dass der Herr Jesus als Kennzeichen dieser Endzeit nicht zuerst die Kriege und auch nicht zuerst Verfolgung nennt, sondern zuallererst Verführung. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Und ich denke, das war immer wieder so in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi, dass die Verfolgung schlimm sein konnte, manchmal auch wirklich großen Schaden anrichten konnte, aber sie konnte die Gemeinde nie überwinden. Die Gemeinde hat immer, die Gläubigen haben immer letztlich Zeiten der Verfolgung überstanden und sind sogar gestärkt daraus hervorgegangen. Ja? Ich bin ja viel bei russlanddeutschen Geschwistern auch eingeladen worden und habe immer wieder auch ihr Zeugnis gehört und sehr aufmerksam gehört. Und es war interessant, dass eben Chruschtschow zum Beispiel 1957 wohl im Fernsehen einen Auftritt hatte, wo er gesagt hat, bald werden wir euch hier im Fernsehen den letzten Christen in Russland vorführen. Wir haben das Christentum endlich ausgerottet. Ja. Und kurze Zeit später ist Chruschtschow gestürzt worden und war weg vom Fenster. Und die Gemeinden, die wirklich sehr bedrängt waren, haben eine Erweckung und Erneuerung erlebt und waren nachher stärker als je zuvor. Ja. Also Verfolgung ist hart und manchmal schwer für die Einzelnen, aber das hat die Gemeinde nicht wirklich schädigen können. In gewisser Weise hat es die Gemeinde sogar geläutert und erweckt und dazu gebracht, dass sie sich wieder auf das Wesentliche besonnen haben. Ja, durch Leiden wird ein Christ geistlich stärker und durch Wohlergehen wird er leider geistlich schwächer. Ja, das müssen wir auch von uns westlichen Christen, denke ich, so sagen. Ja. Aber das, was wirklich auch gefährlich ist und was in gewisser Weise der Herr als Hauptgefahr den Jüngern und uns vor Augen gestellt hat, ist Verführung. Und zwar Verführung im Namen Jesu Christi. Und das ist, glaube ich, eine notvolle Erfahrung, die wahrscheinlich die meisten unter euch, wenn nicht alle, auch ganz persönlich gemacht haben. Wir ja auch, meine Frau und ich, die als junge Christen mehr oder weniger ahnungslos, nicht ganz ungewarnt in die charismatische Bewegung hineingeraten sind und begeistert waren und gesagt haben, das ist die Endzeiterweckung, die große Bewegung Gottes und da können wir jetzt Großes erleben und das ist der wahre Jesus und das wahre Evangelium und der wahre Geist und wo wir dann nachher feststellen mussten, mit Schrecken und zerbrochen und wirklich auch erschüttert bis ins Mark, dass das eben alles falsch war, Verführung war, eine Täuschung, ein Betrug, ein falscher Jesus, ein falscher Geist, ein falsches Evangelium. Und das ist genau das, was der Herr hier anspricht. Ja? Es werden Verführer kommen in seinem Namen. Das sind nicht irgendwelche Leute, die Bhagwan Guru-Lehren vertreten oder irgendwas offen Esoterisches, sondern das sind Leute, die sich als wiedergeborene Christen ausgeben. Sogar als besonders
eifrige und vollmächtige Christen. Ja? Und wir werden da nachher, haben wir gelesen, es werden viele falsche Propheten auftreten. Ja? Und das ist eben genau eine dieser ganz großen Endzeitgefahren. Wir haben da im Grunde zwei große Gefahren. Das sind die falschen Lehrer und Lehren, Irrlehren, Häresien, falsche Lehren und falsche Propheten. Und die falschen Lehren nehmen das geoffenbarte Wort der Bibel und legen es falsch aus und verdrehen das Wort Gottes. Und die falschen Propheten erfinden neue falsche Gottesoffenbarungen und Gottesworte dazu zur Bibel. Beides ist ein Angriff auf das Wort Gottes selber und eben auf den Herrn und auf die Gemeinde. Ja? Also Irreführung bedeutet, da wird ein falscher Weg angezeigt. Ja? Früher, als es noch keine Navis gab, habe ich immer diese Illustration genommen, wenn ich in einer fremden Stadt war und eine Wegbeschreibung hatte und dann musste man sich an den Wegweiser orientieren. Und wenn jetzt irgendein böser Mensch in so einer Stadt an zwei, drei wichtigen Kreuzungen die Wegweiser einfach um 90 Grad verdreht, dann folge ich denen und lande in der Irre. Ich verfehle mein Ziel. Ich komme nicht an dort, wo ich sein sollte. Ja? Das ist Verführung. Ja? Dass der Feind durch falsche Propheten und falsche Lehrer die Wegweiser, die Gott in seinem Wort seinem Volk gegeben hat, verdreht, sodass die Leute in die Irre gehen. Ja? Und genauso Verführung kann eben auch bedeuten Betrug, Täuschung. Ja? Und es ist ja das, dass Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Man denkt, hier ist Jesus und er ist sogar besonders vollmächtig und besonders urbiblisch und urchristlich offenbart er sich bei den Pfingstlern und Charismatikern. Ja? Und dann stellt man fest, es ist etwas Fremdartiges, es ist etwas anderes, es ist schillernd, es ist gar nicht greifbar. Man denkt, ja, das könnte doch sein, und dann merkt man vielleicht doch irgendwo, da stimmt was nicht. Die Wachen merken das, viele merken es gar nicht mehr. Ja? Bis man plötzlich merkt, das war Betrug, Fälschung. Der Satan hat da etwas Falsches, ein falsches Christentum mitten unter dem Echten aufwachsen lassen. Und woran werden wir erinnert? Matthäus 13, das Gleichnis vom echten Weizen und vom Afterweizen oder von dem Pseudo-Unkraut, das ganz ähnlich aussieht, aber giftig ist und untauglich. Ja? Das ist so ein bisschen auch diese Situation. Ja? Wahrheit und Lüge liegen oberflächlich gesehen nah beieinander. Für den, der die Augen geöffnet bekommt und im Wort und in Christus gegründet ist, ist der Unterschied glasklar. Aber für unreife Menschen oder auch für Menschen, die ein Stück naiv sind und nicht in diesen Dingen gewarnt sind, kann es sein, dass man da mit fliegenden Segeln in so eine Irreführung hineinkommt. Ja? Und dann manchmal nur mühsam wieder herauskommt. Ja. Ich denke, das ist vielleicht auch die Lebensgeschichte von manchen von euch. Das ist unsere Lebensgeschichte ein Stück gewesen. Und das Ergebnis, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, ist, wenn es gut läuft, denke ich, ein heilsames Erschrecken. Wir leben in der Endzeit. Wir leben in einer ernsten Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo es gilt, dem Wort Gottes und dem Herrn Jesus ganz eng und nahe nachzufolgen und nicht nur so locker und weit und beliebig, sonst kommen wir ab vom Weg. Das war jedenfalls das, was uns Gott eigentlich sehr aufs Herz gelegt hat, als wir aus dieser Verwirrung rauskamen. Die Endzeit ist eine Zeit, wo wir wachen müssen, dass wir nicht weggelockt werden von dem Herrn Jesus, wo wir ganz nah an unserem guten Hirten dranbleiben müssen. Ja? Ich sage immer, von dem Bild des Hirten und der Schafe her gesehen, ist es eben so, dass die Schafe nicht geraubt werden und Schaden erleiden, die ganz nah bei ihrem Hirten bleiben, sondern die Schafe leiden Schaden, die mal so wegstreunen von der Herde und vom Hirten und meinen, sie müssten vielleicht ihr Futter mal auf einer anderen Wiese suchen, wo es doch eigentlich viel besser ist, als dort, wo der Hirte sie hingeführt hat. Ja? Das sind die Schafe, die nachher vom Wolf gerissen werden. Die weit weg sind vom Hirten, am Rand der Herde oder die Herde sogar schon verlassen haben, aus falscher
Neugierde oder so, ja. Je näher wir beim Hirten sind und je näher wir an seinem Wort sind, desto mehr sind wir geschützt vor diesen Irreführungen dieser Letztzeit. Ja, das ist, denke ich, so eine geistliche Lektion, die wir aus diesen Endzeitentwicklungen entnehmen können. Nur auch kurz erwähnt, der Herr redet ja hier von Wehen, und es ist eben auch interessant, dass ja die Wehen bei einer Frau, die Geburtswehen, wirklich diesen Charakter haben. Wenn es mal richtig losgeht, dann kommen sie immer schneller und immer stärker, in immer kürzeren Abständen und mit immer größerer Kraft, bis dann diese Austreibungsphase kommt, die das Kind sozusagen zur Welt bringt. Ja, und das ist, denke ich, auch so eine Sache, ja, Spötter oder liberale Christen können sagen, naja, also Kriege und Kriegsgerüchte und Katastrophen hat es ja schon immer gegeben. Ja, das ist ja nichts Neues seit 2000 Jahren, und das ist natürlich auch richtig so. Ja. Aber es ist schon interessant, dass eben diese Dinge immer intensiver werden und immer stärker aufeinander folgen. Ja. Wenn wir nur mal die falschen Propheten nehmen, ja, die erste falschprophetische Bewegung in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi kam eigentlich schon im 2., 3. Jahrhundert, das waren die Montanisten, dieser falsche Prophet Montanus, der eben damals schon die Wiederkunft Jesu Christi datiert vorhersagen wollte, wo Prophetinnen mit Zungenreden und Wunderheilungen waren. Das war der erste Vorläufer der Pfingstbewegung. Ja. Und es war natürlich ein Lügengeist. Ja. Die haben alle, sind dann da seine Anhänger gesammelt gewesen in so einer Ortschaft in Kleinasien und haben auf den wiederkommenden Herrn gewartet, haben, glaube ich, zum Teil ihre Eigentum verkauft, und dann kam er eben nicht. Ja. Und das Schlimme war, die meisten der Anhänger dieses falschen Propheten sind ihm treu geblieben, obwohl sich erwiesen hatte, dass er eigentlich ein Lügenprophet war. Ja. Sie wollten betrogen und belogen werden. Und heute ist es im Grunde nicht anders. Ja. Ja, und dann gab es die Irvingianer, die Inspirierten, die Kamisarden, ja, lauter falsche Propheten, immer wieder in der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi. Aber das, was im 20. Jahrhundert passiert ist mit dem Einbruch der Pfingstbewegung, das stellt alles andere komplett in den Schatten. Es ist viel intensiver geworden. Es ist viel massiver. Ja. Die Weltpfingstbewegung rühmt sich heute mit etwa 500 bis 600 Millionen Christen, eine der stärksten Kräfte der weltweiten Christenheit zu sein. Wobei sie da dazu rechnen, auch diese ganzen afrikanischen Geistkirchen, die komplett dämonisch und heretisch sind, die also überhaupt nichts mit echten, also nicht mal mit formalem Christentum zu tun haben, aber das sind ja 200 Millionen, das macht sich in der Statistik ganz gut, wenn man die auch mit reinrechnet. Ja? Die haben halt auch Wunderzeichen und Zungenreden und falsche Propheten. Und einige lehren, dass ihr falscher, schwarzer Prophet für sie, für ihre Sünden gestorben ist und sie erlöst hat, ja. Und die werden halt auch dazu gerechnet, ja, weil sie halt dieselben dämonischen Wunderzeichen und Falschoffenbarungen haben wie die Pfingstler und Charismatiker auch. Ja, aber auf jeden Fall ist nicht zu leugnen, dass Charismatismus und Pfingstbewegung eine mächtige Kraft geworden ist innerhalb der Christenheit und eine ganz andere Rolle spielt als ein Montanus früher oder ein Irving, um mal da diese englische pfingsterische Vorbewegung zu nennen, 1830. Ja, das waren Randerscheinungen, aber das, was wir heute haben, ist eine mächtige Bewegung. Ja. Und wenn Erfolg und zahlenmäßige Größe der Beweis wäre für göttlichen Segen, Dann würde man natürlich sagen, ja, dann sind die Pfingster genau die Richtigen. Ja. Aber, und das gehört auch dazu, wenn wir die Bibel studieren, dass wir feststellen, Moment mal, ja, die wahre Gemeinde Jesu Christi hat noch nie sich einer großen Kraft rühmen können. Die wahre Gemeinde Jesu Christi war immer die herausgerufene Minderheit der Auserwählten. Sie war immer letztlich die kleine Herde, der Vater das Reich geben wollte, und sie war immer von Offenbarung 3, dem Sendschreiben an Philadelphia her, die Gemeinde mit der kleinen Kraft, nicht die mit der Big Power, ja, mit der großen Kraft. Und das sind diese Dinge, wenn man die Zusammenhänge erkennt, dann merkt man, ja, da erfüllt sich Endzeitprophetie. Es ist tatsächlich so,
diese falschen Propheten werden immer mächtiger und immer stärker, die Irrlehrer auch. Ja, wir, denke ich, kennen alle auch, dass zum Beispiel dieser Sauerteig der Bibelkritik, der letztlich liberalen Falschinterpretation der Bibel, sich immer weiter ausbreitet in den evangelikalen Kreisen. Ja. Hochschulen, Gemeinden, Freikirchen, die vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren noch relativ deutlich sich zur Irrtumslosigkeit der Schrift bekannt haben, haben heute bibelkritische Seminare, bibelkritische Pastoren und immer mehr bibelkritische Lehren. Ja, das gilt auch für die Pfingstler, die früher relativ fundamentalistisch getönt haben. Ja, aber das ist auch schon lang Vergangenheit. Und wir merken, ja, tatsächlich, der Sauerteig wird stärker und größer. Ja, diese Wehencharakter, der zeigt sich da tatsächlich. Zeigt sich übrigens auch in den Naturkatastrophen. Ja, ist ganz interessant, dass dann so große weltweite Rückversicherungsgesellschaften in ihrer Statistik sagen, die Zahl der weltweit massiven Katastrophen, die eben auch Milliarden Schäden anrichten, steigt beständig. Ja, es gibt immer mehr große Katastrophen, die Sie natürlich, die merken das an Ihrem Geldbeutel. Ja. Aber das, wir wissen, es steht im Wort. Ja. Also von daher nur so ganz kurz auch die Erwähnung natürlich Israel als das entscheidende Endzeitzeichen wollen wir nicht vergessen, dass hier wirklich mit der Wiederherstellung des Volkes Israel im Land Israel, mit eines eigenständigen Staates, das ist ja nur ein Teil des Volkes, das zurückgekehrt ist, aber das ist eine Erfüllung biblischer Prophetie und ein ganz deutliches Zeichen, dass wir in die letzte Phase der Endzeit eingetreten sind. Ja? Und das bedeutet aber für uns auch, dass wir eben gerade vor der Gefahr der Verfolgung und der Verführung wirklich wachsam sein müssen. Vor allen Dingen bei uns im Westen die Verführung, aber wir wollen nicht vergessen, dass weltweit gesehen für viele Christen die Verfolgung im Grunde sogar im Vordergrund steht. Ja? Also wir dürfen nicht so ein europazentriertes Weltbild haben. Ja, wenn man als Christ sollte man schon auch weltweit die Dinge im Auge behalten und da gibt es viele, viele Millionen Gläubige, für die Verfolgung die Hauptgefahr ist. Ja? Wobei auch in China sich zeigt, dass zum Beispiel auch Sektenlehren und Verführung da auch unter der verfolgten Gemeinde, unter diesen Hausgemeinden und diesen Christen eine notvolle Rolle spielt. Ja? Also es kommt immer beides zusammen, je nachdem, wie es die Situation ist. Aber diese beiden Grundkennzeichen der Endzeit, die sind einfach da. Und wenn wir das nochmal so grundsätzlich betrachten, dann müssen wir einfach sagen, die Endzeit bedeutet, das Böse muss ausreifen, sowohl in der Welt als auch in der Gemeinde Jesu Christi bzw. der Christenheit. Das ist ja ein Unterschied. Ja? Die Christenheit, das ist ja auch ein perverses Gebilde, eine Namenschristenheit, eine äußerliche Christenheit, zu der die katholische Kirche gehört und auch die evangelischen Kirchen und inzwischen auch viele Freikirchen, wo im Wesentlichen Ungläubige zusammen sind, die nur noch ein Namens-, ein Lippenbekenntnis zu Christus haben. Das ist nicht die Gemeinde Jesu Christi. Ja? Das ist die Namenschristenheit. Und die ist groß. Ja? Und da rühmen sie immer, und das ist das Schlimme, viele Evangelikale sagen, ja, 2 Millionen Menschen haben das Evangelium schon gehört und sind schon gerettet. 2 Milliarden und 5 Milliarden müssen wir noch retten. Ja? Und da muss man sagen, wie umnachtet seid ihr, dass ihr jeden, der irgendeine Säuglingsbesprengung der katholischen, orthodoxen oder evangelischen Kirche bekommen hat, als gerettet zählt, als jemand zählt, der das Evangelium gehört hat. 90% aller evangelischen Landeskirchler und 99% aller Katholiken haben das Evangelium doch nie gehört, obwohl sie getauft sind und als Christen laufen, ja? Geschweige denn sich bekehrt. Also da sehen wir, diese Täuschung nimmt zu, aber es ist so, dass eben innerhalb dieser christlichen Kreise immer mehr das Falsche eigentlich zunimmt und wir aufpassen müssen. Und das ist eben interessant, dass auch ein Schub in der Endzeitverführung 66, 67 kam, wo ja
Jerusalem in gewisser Weise nicht mehr im Besitz der Heidenvölker ist, sondern unter jüdische Kontrolle kam, wenn auch noch nicht so ganz. Ja? Und aus meiner Empfinden raus ist eben durch diese Kulturrevolution 66, 67, 68 in der Welt nochmal ein richtiger Schub Richtung Antichristentum gekommen. Aber das war auch die Zeit, wo die relativ isolierte Pfingstbewegung sich ausgeweitet hat zu der breiten und dynamisch wachsenden charismatischen Bewegung. Ja, das war ja eine Zusatzoffensive. Ja. Die Pfingstler waren viele Jahrzehnte innerhalb der bibeltreuen Christen völlig isoliert. Die haben Wachstum gehabt in der dritten Welt und ansonsten waren die relativ ausgegrenzt. Ja. Berliner Erklärung in Deutschland. Ja. Und mit 66, 67 fing es an, dass dieser falsche pfingstlerische Geist in diese Großkirchen hineingekommen ist und dann fing es an mit geistlicher Erneuerungsbewegung in den Landeskirchen, in der katholischen Kirche, in der Methodistenkirche, bei den Baptisten. Ja. Überall hat sich dieser Sauerteig ausgebreitet, wo vorher eigentlich noch konservatives Christentum scheinbar jedenfalls vorherrschte. Ja. Und das zeigt auch wieder diese endzeitlichen Wellen, diese Wehenbewegung in der Verführung. Ja. Das müssen wir also sehen. Und auf der anderen Seite, wenn das Böse muss ausreifen, aber auf dem Höhepunkt kommt Christus und macht dem Bösen ein Ende durch Gericht. Ja. Und deswegen ist es klar, dass wir einfach trotz dieser Dinge, die uns belasten, wenn wir merken, wie das Böse ausreift. Ja? Ich meine, ich bin jetzt 67 Jahre alt. Ja? Und wenn man sich überlegt, was im Lauf der Zeit alles in der Welt möglich wurde oder jetzt auch sogar zum Vorbild wird, legal gefördert wird, was früher noch verboten war und undenkbar schien, ja? Da merkt man, das ist eine gewaltige Dynamik. Ja, wenn der Herr Jesus von Gesetzlosigkeit redet, ja, 2. Thessalonicher 2, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt immer stärker, bevor der Gesetzlose auftritt. Da sind wir ja längst. Ja. Und diese endzeitliche Gesetzlosigkeit bedrückt uns und auf der anderen Seite dürfen wir wissen, unser Herr Jesus kommt immer näher. Und das ist diese ermutigende Seite, ja, wo wir sehen dürfen, dass das eben auch ein Grund ist, wirklich auf die Wiederkunft des Herrn zu warten und uns auch ein Stück zu freuen, dass unsere Errettung immer näher kommt. Diese biblische Perspektive wollen wir uns vom Herrn schenken lassen, ja, und wir wollen ausharren bis ans Ende. Ja. Das können wir nur, und das ist eben die große Herausforderung, wenn wir in einer lebendigen Beziehung zu unserem verherrlichten, auferstandenen Herrn leben. Ja. Ich denke, darauf kommt es ganz entscheidend an, dass in der Endzeit wir uns ganz eng wirklich an den Herrn halten und an sein Wort halten und dass wir in der geistlichen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus wachsen und uns da befestigen lassen und nicht wegziehen lassen. Und darin liegt eigentlich, denke ich, der Schlüssel zum Überwinden. Ja? Wir überwinden weit, Römer 8, aber ganz klar durch den, der uns geliebt hat. Ja? Also wir überwinden weit, wenn wir in enger Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus leben. Dann wird er uns durch diese Zeit bringen, wird uns bewahren und wir werden auch sehen, ja, dass die ganzen Prüfungen und Nöte und Erschütterungen letztlich auch uns zur Erziehung, zur Läuterung und zur Vertiefung unserer Beziehung zum Herrn dienen. Ja? Das ist ja das Wunderbare, dass wir als Christen in unserem persönlichen Leben, aber auch insgesamt sehen können, dass Gott in seiner Gnade auch das Böse, was er in unserem Leben zulässt, benutzt, um letztlich gute Ziele mit den Seinen zu verwirklichen. Ja? Und deswegen dürfen wir auch zuversichtlich sein, wachsam, vorsichtig, aber nicht ängstlich und verzagt, sondern zuversichtlich, dass der Herr Jesus mit uns auch in dieser schweren Zeit zum Ziel kommt. Ja? Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir da auch verstehen. Ich möchte einfach noch mal kurz auch ein bisschen skizzieren, vielleicht diesen Charakter der Verführung und dann eben auch das, was uns
Kraft gibt, die Verführung zu überwinden. Wie kennzeichnet Gottes Wort diese Endzeitverführung? Einfach nur ein paar Stichworte, um das mal zu zeigen, was eigentlich Gottes Wort an Warnungen und Belehrungen auch uns gegeben hat, damit wir wachsam sein können und diese Dinge durchschauen können. Der Herr hat uns nicht ohne Zurüstung gelassen, aber ich muss sagen, auch von mir, viele Christen studieren diese Dinge nicht wirklich. Ja? Sie lesen drüber weg, so ging es mir. Ja, ich habe auch Matthäus 24 bestimmt schon 5, 6, 7 Mal gelesen gehabt, als ich in die Charismatik reinkam, aber der Zusammenhang zwischen den falschen Propheten und dem, wo ich jetzt da gerade war, ist mir natürlich völlig verborgen geblieben. Ja. Ich habe naiv und unklar gedacht und gelesen. Aber wenn wir geöffnete Augen bekommen und das erbitten, dann merken wir, was Gottes Wort uns alles an Warnungen mitgegeben hat. Einfach mal stichwortartig 1. Timotheus 4, Vers 1 folgende. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und dann, ja, vielleicht können wir das noch lesen, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden. Also da merken wir, das ist auch ganz interessant, das ist jetzt zeitlich nicht auf die allerletzte Zeit bezogen, sondern in späteren Zeiten, also näher an der Apostelzeit dran. Und das sehen wir ja auch ganz deutlich, das bezieht sich auch in erster Linie erstmal auf die katholische Kirche. Und das war ja die erste ganz große Irrströmung, die ja in gewisser Weise eine Zeit lang beinahe die wahre Gemeinde verdrängt hat. Ja? Wobei das nie der Fall gewesen ist. Es gab immer apostolische echte Gemeinden, aber diese römische Kirche, die da so groß und mächtig wurde im 2., 3., 4. Jahrhundert schon und dann später erst recht, als sie die Unterstützung der römischen Kaiser hatte, das war schon eine gewaltige Bedrohung und heute noch vielleicht die mächtigste und schlimmste Sekte und Irreführung, die es überhaupt in der Christenheit gibt. Ja? Die katholische Kirche ist immer noch die stärkste. Ja? 1,1 Milliarden rühmen sie sich, glaube ich, jetzt haben sie irgendwo unter ihrer Kontrolle. Ja? Und das zeigt hier etwas, und das gilt, denke ich, auch für die Pfingstbewegung und für jede Verführungsbewegung, auch für die Bibelkritik, es sind irreführende Geister und es sind Lehren der Dämonen. Das klingt erstmal für manche gruselig, ja? Aber wir müssen ganz nüchtern sehen, hinter den endzeitlichen Verführungsströmungen stehen Geistesmächte. Und deswegen sind sie auch so faszinierend und breiten sich so schnell aus. Ja? Ich will mal bloß die dämonische Verführung der Ökumene nehmen. Sag's mal so knallhart. Ja? Es ist doch erschreckend, wie viele evangelikale Christen und Führer verzaubert werden und gebannt werden, in diese Ökumene hineinzusteuern mit einem Tempo, das inzwischen atemberaubend ist. Ja, die sind ökumenischer und näher an der katholischen Kirche als der ökumenische Weltrat der Kirchen. Also die liberalen Protestanten sind nicht so innig mit der katholischen Kirche verbandelt wie die Evangelikalen, wie viele Evangelikale. Zumindest sage ich es mal von der Allianz in Deutschland, ja. Da drängeln sich die Führer der Weltallianz und der Deutschen Allianz beim Papst zu persönlichen Audienzen. Ja? Und man will ganz schnell die Einheit mit der römischen Kirche, damit man bedeutend wird, damit man sich im Sonnenschein dieser 1,1 Milliarden und der päpstlichen Autorität sonnen kann und auch wer ist. Ja? Ich sage es mal ein bisschen hart, aber das ist letztlich das, sie wollen in der Welt Gewicht haben, Bedeutung haben und sagen, ja, wenn wir nicht mit der katholischen Kirche zusammengehen, dann können wir als Christen doch gar nichts erreichen. Ja? Und da haben sie im Grund den Auftrag, das echte Evangelium zu verkündigen und Menschen aus der Finsternis zum Licht zu führen, schon längst verraten. Ja? Zugunsten von Macht und Einfluss und allen möglichen verführerischen Zielen. Ja, aber hinter der ökumenischen Bewegung stehen dämonische Geistesmächte. Und deswegen setzt die sich auch mit einem solchen Tempo durch. Ja, dass das bei der katholischen Kirche gilt, ich denke, das ist
jedem von euch klar. Wahrscheinlich habt die meisten von euch auch einen Hintergrund aus dieser Kirche, ich nicht. Aber wenn man die Geschichte dieser Kirche studiert, ja, dann merkt man, das ist aus der Finsternis. Ja? Babylon, Mysterion, ja, diese heidnische Religion, die sich mit dem christlichen Emblemen und Elementen geschmückt hat, aber im Kern Heidentum ist, das ist aus der Finsternis. Aber genauso eben die Pfingstbewegung, die charismatische Bewegung, es sind irreführende Geister, es sind Lehren der Dämonen. Und dasselbe gilt auch für die Bibelkritik, ja, für die Emerging Church. Was wir da nehmen, letztlich stecken Geistesmächte dahinter, wo der Feind versucht, die wahre Gemeinde irgendwo ein Stück zu schwächen, irre zu führen, Gläubige auf den falschen Weg zu bringen. Und da müssen wir das auch wirklich wahrnehmen, was die Bibel uns Warnendes sagt, und da nicht aus dem unguten Gefühl raus denken, damit beschäftige ich mich lieber nicht so, das ist nicht so erbaulich. Ja, das stimmt schon. Ja, es gibt manche Geschwister, die sagen, ja, wir dürfen uns nicht zu viel mit dem Negativen beschäftigen, wir dürfen nicht zu viel über Irrlehren uns auseinandersetzen, wir sollen uns einfach nur immer mit dem Positiven beschäftigen. Ja? Und das geht leider viel zu kurz. Das ist ein schöner, netter Gedanke, menschlich gesprochen, ja, aber er ist nicht biblisch. Wenn ihr mal nachschaut, die Bibel mal die neutestamentlichen Briefe ganz nüchtern mal durchscannt, dann werdet ihr feststellen, dass ein überraschend großer Teil der neutestamentlichen Briefe sich mit Irrlehren auseinandersetzt und zum Beispiel das biblische Evangelium oftmals genau in der Auseinandersetzung mit falschen Lehren erklärt wird. Zum Beispiel der Galaterbrief, der sich mit diesen judaistischen Irrlehren auseinandersetzt, man müsse, um gerettet zu werden, sich beschneiden lassen. Ja? Oder der Kolosserbrief, der ganz deutlich auch gegen katholische und heidnische Mystik argumentiert und gegen die damalige Gnosis, ja, die ja auch viel Verwandtschaft mit heutigen Verführungsströmungen hat. Der Apostel Paulus entfaltet ganz oft seine Wahrheiten in der Abgrenzung zur Irrlehre. Oder neben den Johannesbrief, der eben auch eine einzige Abwehrschrift gegen die Gnosis ist und gegen die damaligen Verführungen. Ja? Und von daher gesehen ist es einfach nicht richtig, sondern es bedeutet, dass ungefestigte, unreife Gläubige letztlich der Verführung preisgegeben werden, wenn man sich nicht mit diesen Verführungsdingen auch auseinandersetzt. Ich will ganz klar sagen, der Schwerpunkt muss einfach beim Evangelium, bei dem Herrn Jesus liegen und nicht bei den Irrlehren. Ja? Ich selber habe einen Auftrag in der Aufklärung von Verführungslehren, aber in unserer Gemeinde predige ich mit Freude lauter erbauliche Themen. Und ich beschäftige mich auch ganz bewusst, wenn ich mich auch mit Irrlehren beschäftigen muss, zum Ausgleich mit erbaulichen Themen auch selber, sonst wirst du nämlich geistig krank. Ja? Also keinem Christen würde ich empfehlen, sich die ganze Zeit und einseitig nur mit solchen Irrlehren zu beschäftigen. Wenn man das Thema aber ausblendet, dann handelt man naiv und unverantwortlich gegenüber sich selbst und auch gegenüber den anderen, für die man vielleicht als Prediger oder Ältester Verantwortung hat. Ja? Und viele Hirten in heutigen Gemeinden klammern alle diese Dinge aus. Oh, das gibt Uneinigkeit und Streit und Schwierigkeiten. Sag ich lieber nichts, dann komme ich besser raus und bin lieb und nett und niemand stört sich an mir. Ja? Aber das ist keine Haltung, die ein biblischer Hirte einnehmen sollte. Ja? Sondern gerade die Hirten müssen warnen vor diesen Endzeitgefahren. Ja? Das ist ein geistlicher Kampf, diese verführerischen Geister müssen so ein Stück konfrontiert werden durch eine klare Verkündigung der Wahrheit. Vielleicht lesen wir das gerade auch nochmal in 1. Timotheus 4, eben etwas später. Und da heißt es ja dann in Vers 6, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, dass sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Und dann Vers 11, dies sollst du gebieten und lehren.
Vers 13, bis ich komme, sei bedacht auf das Vorlesen, das Ermahnen und das Lehren. Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Also die Bibel sagt, wir müssen uns auseinandersetzen mit diesen Irrtümern, wir müssen sie durch die gesunde Lehre des Wortes Gottes widerlegen, damit die Gläubigen eine klare Orientierung bekommen und in der Endzeit nicht irre gehen. Ja? Und da gehört auch eben da mit dazu, ja, das, was zum Beispiel da im 2. Timotheusbrief steht. Ich lese einfach mal einige Worte, die da zeigen, gesunde Lehre ist die Antwort der Gläubigen auf die Endzeitverführung. Wir müssen von der gesunden Lehre her lernen, diese endzeitlichen Irrtümer zu durchschauen und zu widerlegen. Ja, zwar 1. Kapitel vom 2. Timotheusbrief, Vers 13 und 14. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dann in der 2. Kapitel, Vers 14, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und dann eben auch im 4. Kapitel, daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Also wir sehen, die Bibel bleibt nicht dabei stehen, zu warnen vor den falschen Lehren, vor diesen irreführenden Geistern, sondern sie sagt uns auch, was sollen wir dem entgegensetzen? Und es ist letztlich die Verkündigung und auch das Studium des Bibelwortes, der gesunden Lehre. Das muss auf den Leuchter gestellt werden, damit die Gläubigen biblische Maßstäbe haben, das Falsche zu durchschauen und dem Echten nachzufolgen. Ja, und das ist etwas, ich denke, heute kann man eigentlich nur in einer Gemeinde sein als Christ, wo solche Dinge auch noch praktiziert werden. Ja, und viele evangelikale Gemeinden, die vielleicht noch eine relativ gute Vergangenheit haben, sind heute Gemeinden, in denen Verführung ausgebreitet wird, geschweige denn, es wird auf gar keinen Fall mehr gewarnt, sondern im Gegenteil, es wird schon bewusst alles Mögliche ausgebreitet. Ob das jetzt charismatische Lobpreismusik ist, ja, oder eben sogenannte gemäßigte Bibelkritik oder eben ökumenische Missionslehren. Diese ganzen Dinge sind auf dem Vormarsch. Das habe ich immer wieder versucht auch zu dokumentieren, dass die selbst in früher konservative evangelikale Kreise eindringen. Und da muss man dann wirklich auch als Gläubiger sagen, wo wird eigentlich noch das klare Wort verkündigt. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das eben auch verstehen, dass auch unter den Gläubigen es eine große Verwirrung heute gibt und dass tatsächlich, denke ich, man diese Parallele ziehen kann auch zu dem Alten Testament, dass nur ein Überrest in der Gemeinde in der Endzeit wirklich dem Herrn Jesus treu nachfolgt. Es ist ja interessant, dass am Ende, wenn es um das Gericht über die Hure Babylon geht in Offenbarung 18, dieser seltsame Ruf ertönt, gehe hinaus aus ihr, mein Volk, und sondere dich ab, damit du nicht teilhast an ihren Sünden. Das heißt, da muss es noch echte Gläubige in Babylon geben, ja, die nicht gemerkt haben, was für eine Verführung die Ökumene ist. Ja. Und das sind natürlich Dinge, wie auch immer, es ist heute so, dass es, denke ich, manche echte Gläubige gibt, die in charismatischen Kreisen verführt sind, die in evangelikalen Gemeinden sind, ja,
die verwirrt sind, die nicht klar mit dem Herrn gehen, sonst würden sie durchschauen. Aber es ist so, dass es eine große Zersplitterung und Verwirrung innerhalb auch der Gläubigen gibt. Ja? Ich denke, jeder von uns empfindet es schmerzhaft, ja? Dass da einfach nicht so klare Fronten sind. Auf der einen Seite sind alle Wiedergeborenen, die sind alle irgendwo sich eins und sind zusammen. Und dann auf der anderen Seite sind die Falschen und die sind auch zusammen und abgegrenzt von den anderen, sondern in gewisser Weise gibt es eine große Vermischung und Verwirrung. Und das hat aber Gottes Wort auch schon vorhergesehen, ja, dass das zum Teil der Fall ist. Ja. Aber die Bibel sagt letztlich, dass Gott trotzdem, und ich denke, das gilt auch für das Neue Testament, dass sich Gott einen Überrest, die berühmten 7000, übrig behalten hat, die Elia in seiner Verzweiflung übersehen hat, aber Gott hat sie nicht übersehen. Die 7000, die ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt haben. Und das ist eben eine alttestamentliche Lehre von dem Überrest, aber ich persönlich denke, es ist ein Bild, was uns auch hilft, im Neuen Testament eben die Gedanken Gottes zu verstehen. Vielleicht lesen wir da mal Zephania 3, Vers 12 und 13, und so ähnlich empfinde ich eben auch unsere Situation in der heutigen Zeit, in der endzeitlichen Gemeinde. Da sagt der Herr, und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Wir wollen das jetzt nicht ausführen, aber auch in Esra, in Jesaja 1, Vers 9, wenn der Herr uns nicht einen Überrest übrig gelassen hätte, finden wir diese Linie, und ich denke, das kann man schon so sagen, dort wo viele auch innerhalb des Volkes Gottes abweichen und falsche Wege gehen, dass Gott sich einen treuen Überrest übrig behält, der zu seiner Verherrlichung dient und der auch das Zeugnis seiner Wahrheit noch aufrechterhält. Und das sollte unser Bestreben in der Endzeit sein, dass wir da dazugehören, zu diesem Überrest. Und ich finde das eben so, ja, interessant, dass ich glaube einfach, dass der in der Sendschreiben an Philadelphia, das wollen wir zum Schluss dann auch nochmal betrachten, dass der Überrest da auch ein Stück eben vorgeschattet und vorgebildet ist, den Gott sich bewahrt hat, damit das Zeugnis von der Wahrheit nicht völlig untergeht. Ja. Was mir eben noch wichtig ist, auch wichtig war in der geistlichen Verarbeitung unserer eigenen Verführungsgeschichte, ist die Frage, warum lässt Gott es eigentlich zu, dass falsche Lehren und falsche Propheten, die täuschend echt aussehen, in der Gemeinde Jesu Christi auftreten. Also es hat mich damals sehr beschäftigt. Und mir ist da 5. Mose 13 wichtig geworden und ich denke, da können wir etwas auch wirklich geistlich lernen aus diesem Bibelwort. Da geht es um die falschen Propheten im Alten Bund. Ja? Und diese Dinge sind ja geschrieben worden zu unserer Belehrung und zu unserer Warnung. Ja? 1. Korinther 10, Römer 15. Ja? Und da lesen wir ab Vers 1 in 5. Mose 13, das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts zu ihm hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Ich finde es so interessant, der Vers alleine sagt schon ganz arg viel. Ne? Da könnte man schon eine ganze Predigt drüber halten. Ja? Das ganze Wort sollst du bewahren. Ja? Und das ist ja, Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, ich habe es nicht versäumt, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Nicht nur die Lieblingssachen, nicht nur das Einfache und Angenehme, was den Prediger populär macht, sondern auch die unbequemen Wahrheiten. Ja? Ganz wichtig und auf der anderen Seite eben nicht bewahren im Bücherschrank und nicht bewahren bloß in der Theorie, sondern bewahren, um es zu tun. Ja? Also nicht die Gläubigen überwinden in der Endzeit die konservative
verführungskritische Meinungen haben, sondern die, die wirklich mit dem Herrn leben und ihm nachfolgen. Ja? Das ist ein Unterschied, weil dadurch allein hast du die Kraft, die Verführung zu überwinden. Ja? Es ist nett wenn man, und gut, wenn man konservative Meinungen hat und sich von der Pfingstbewegung lehrmäßig abgrenzt. Aber wenn es nicht verbunden ist mit einem gottesfürchtigen Leben in der Kraft des Heiligen Geistes, dann wirst du trotzdem irgendwo abdriften. Ja? Du sollst nichts zu ihm hinzufügen. Das tun die Pfingstler, die Charismatiker, die falschen Propheten. Neuoffenbarung. Und nichts von ihm wegnehmen. Das tun die Bibelkritiker. Ja? Die nehmen fast alles weg. Da ist zum Schluss nichts mehr von der Bibel übrig. Und jetzt ist eben interessant, was der Herr hier sagt im Vers 2 folgende. Wenn in deiner Mitte ein Prophet oder Träumer aufstehen wird und dir ein Zeichen oder Wunder angibt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat und er spricht nun, lasst uns anderen Göttern nachfolgen, die du nicht gekannt hast und lasst uns ihnen dienen, so sollst du den Worten eines solchen Propheten oder eines solchen Träumers nicht gehorchen. Und jetzt kommt diese Erklärung. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Ein solcher Prophet aber oder ein solcher Träumer soll getötet werden, weil er Abfall gelehrt hat von dem Herrn, eurem Gott. Ja, also das ist, denke ich, irgendwo auch der tiefere Sinn. Gott lässt diese Verführungen zu innerhalb seines Volkes, um die Gläubigen zu prüfen, um sie auch zu läutern, um sie letztlich auch stärker zu machen. Denn ich denke eines, und das kann ich selber auch bezeugen, dass mein Glaube letztlich durch die Auseinandersetzung mit dieser Verführung, so schmerzhaft es war, gefestigt wurde und vertieft wurde. Und ich viel mehr den Wert des Wortes Gottes und auch eben den Ernst dieser Zeit verstanden habe durch diese harte Lektion. Und ich denke, das müssen wir einfach auch so verstehen. Ja? Dass auf der einen Seite scheidet es manchmal die Spreu vom Weizen und es ist auch ein Gericht damit verbunden, das finden wir in 2. Thessalonicher. Gott selber schickt kräftige Irrtümer und die Liebe zur Wahrheit ablehnen, die werden daran scheitern und verloren gehen. Ja? Aber innerhalb seines Volkes dient diese Verführung, die er zulässt, der Prüfung, der Läuterung, letztlich auch für die treuen Christen der Glaubensstärkung. Ja, und das ist auch mit der Verfolgung so ähnlich. Gott könnte uns in einem perfekten Gewächshaus aufwachsen lassen, wo wir abgeschirmt wären von allen negativen Entwicklungen dieser Welt. Ja. Aber das ist nicht Gottes Wille, sondern wir sollen uns bewähren, wir sollen auch in unserem Glauben tiefere Wurzeln schlagen und Kraft zur Kraft letztlich durchdringen, indem wir uns in allerlei Kämpfen und Schwierigkeiten bewähren müssen. Ja? Und das ist nicht böse gemeint von dem Herrn, sondern gut gemeint letztlich, zu unserem Besten. Ja? So darf man das, denke ich, insgesamt sehen. Der Herr lässt diese Dinge zu, aber er gibt uns auch Gnade, dass wir wirklich in diesen Dingen überwinden. Und es geschieht eben durch die Gemeinschaft mit Christus und durch das Studium seines Wortes. Die gesunde Lehre, das ist mir so lieb und wichtig geworden, die gesunde Lehre der Apostel, die gesunde Lehre des Neuen Testaments, und die finden wir in erster Linie in den Briefen. Ja? Und das müssen wir auch verstehen, dass eben in den Evangelien der Herr in Gleichnissen überwiegend gesprochen hat, zu seinen jüdischen Jüngern, und er hat letztlich ja am Ende in Johannes 16 gesagt, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen wird nach Pfingsten, dann wird er euch in alles einführen. Und die entfaltete Lehre für die Gemeinde, für die Gläubigen in Christus, finden wir in den Briefen der Apostel. Ja? Und dort finden wir die Apostellehre, die gesunde Lehre, die uns letztlich eben
auf die Stellung in Christus verweist, auch auf die Berufung der Gemeinde, die eben ein abgesondertes Volk Gottes ist, mit einer himmlischen Berufung, anders als Israel, kein Königreich auf Erden, ja, sondern ein himmlisches Königreich, was eben sich in einer kleinen, verfolgten, schwachen Minderheit äußert, die aber Gott priesterlich dient und das Evangelium verkündigt. Das sind Dinge, damit müssen wir uns beschäftigen. Ja? Die gesunde Lehre heißt nämlich nicht nur, dass sie innerlich wesensmäßig gesund ist, sondern Luther hat es auch letztlich so übersetzt, ganz zu Recht, die heilsame, die heilende, gesund machende Lehre. Und das habe ich selber erlebt. Und ich hoffe, ihr erlebt es auch. Wenn wir die Briefe des Apostels Paulus studieren, dass dann Klarheit kommt über viele, viele Dinge. Ja? Und es ist interessant, dass viele Verführer sich hauptsächlich an den Evangelien und der Apostelgeschichte aufhalten und dass sie genau diese Mehrdeutigkeit der Gleichnisbilder benutzen, um die Gleichnisse falsch auszulegen. Ja? Aber die Briefe des Apostels Paulus lassen sie ganz oft beiseite, weil da kann man viel schlechter drum drehen, weil da wird nämlich Klartext geredet. Ja? Da werden die Dinge lehrmäßig erklärt und nicht nur in Bildern angedeutet. Ja? Und das blenden ganz viele aus. Ja? Das ist ganz interessant, auch in der Emerging Church, die Leute sagen, wir müssen wieder zurück zu den Evangelien, zu dem, was Jesus gelehrt hat. Es gibt ja auch die Bibeln in Amerika, ich finde es gar nicht toll, da heißt Words of Christ in Red, die Worte Christi in Rot gedruckt. Und da findest du halt die ganzen Zitate in Evangelien in Rot. Und da sage ich, Leute, ihr müsstet das ganze Neue Testament in Rot drucken. Was sind denn die Briefe? Es ist die Botschaft des erhöhten Herrn Jesus Christus für die Gemeinde. Ja, das ist doch auch Worte des Herrn. Ja, aber 1. Korinther 14 sagt der Apostel Paulus, wenn einer ein Prophet ist oder geistbegabt, dann erkenne er, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Ja? Also das heißt, die Lehre des Herrn Jesus Christus selber, der im Himmel verherrlicht ist, für uns Gläubige in Christo, finden wir in erster Linie in den Briefen. Und wenn wir die studieren, dann werden sich die ganzen Irrtümer der Bibelkritiker und auch der Pfingstler in nichts auflösen. Und wir werden zu einer Klarheit kommen, was ist Gottes Ratschluss für den Gläubigen in Christus und für die Gemeinde in Christus. Ja? Und das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Dadurch können wir dann eben auch diese Verführungen überwinden, durch die gesunde Lehre. Was aber eben auch dazugehört, das ist Absonderung. Und das möchte ich uns noch einfach mitgeben. Das ist ein Lebensgesetz des treuen Überrestes, dass er sich absondert vom Sauerteig der Irrlehre, der Falschprophetie dieser Dinge. Und das ist etwas, was heute ganz viele Evangelikale verleugnen, gar nicht verstehen und auch nicht praktizieren. Ja? Also, es ist klar, es gibt eine überzogene Absonderung. Ja? Wir haben manchmal wirklich Not darin, dass wirklich bibeltreue, wiedergeborene Christen sich wegen zweit- und drittrangiger Fragen gegenseitig bekriegen und trennen. Es gibt also eine überzogene Absonderung. Aber das große Problem in der heutigen Zeit ist eine ahnungslose oder auch bewusste Vermischung von Licht und Finsternis, von Christus und Belial, von Irrlehre und gesunder Lehre. Und das ist ein Wesenskennzeichen des Evangelikalismus. Schon immer gewesen, ja, der Evangelikalismus, die Allianzchristen, sage ich jetzt mal so, ja, das kommt aus dem Pietismus. Und der Pietismus hat ja eine Geburtskrankheit. Ja, in der Kirche, mit der Kirche. Ja. Also die Vermischung war beim Pietismus schon angelegt. Ja? Sie haben zwar wirklich den biblischen Glauben, das Wort Gottes verkündigen wollen, aber sie haben gesagt, wir trennen uns nicht von der ungläubigen Kirche, sondern wir bleiben in ihr drin bis zum geht nicht mehr. Ja? Und je stärker der Sauerteig des Unglaubens in der Kirche war,
desto stärker wurde auch der Pietismus mit durchsäuert. Und der Evangelikalismus als Ganzes hat dieselbe Haltung gehabt, dass man sagt, ja, wir sind schon gegen die Bibelkritik, aber wir wollen uns nicht so dogmatisch abtrennen. Ja? Bei uns war es zum Beispiel so in der Allianz, da war die evangelische Landeskirche auch mit drin, ja, Kraft Amtes, und dann war da eine liberale bibelkritische Pfarrerin, die sollte dann in der Allianz Gebetswoche dann irgendwo die Predigt halten. Ja. Ich meine, ich bin da nicht mehr hingegangen, ja, aber Vermischung, ja, man will sich nicht abtrennen, wir gehören doch alle irgendwie zusammen. Und dann, das ist genau das, was der Verführung erlaubt, voranzuschreiten. Ja. Und das ist das, was eben die Bibel sagt, und das wollte ich nochmal mit uns lesen, das Gesetz des Sauerteiges, das ist lebensnotwendig, dass wir das in der Endzeit beachten und da die Konsequenz ziehen. Ich lese aus 1. Korinther 5, da geht es um den Sauerteig moralischer Sünde, aber in Galater 5 geht es um den Sauerteig falscher Lehre. Das beides bezeichnet die Bibel als Sauerteig. Und den Grundsatz finden wir in 1. Korinther 5, da heißt es, ab Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit Unzüchtigen haben sollt. Und zwar nicht mit den Unzüchtigen dieser Welt überhaupt oder den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemandem, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drinnen sind? Oh, da sagen die Evangelikalen, du darfst doch nicht richten. Aber hier in der Bibel steht ganz klar drin, du musst die richten, die drinnen sind und die Böses tun. Ja, ja, bloß mal diese Verwirrung so ein bisschen anzuzeigen. Die aber außerhalb sind, richtet Gott, so tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. Und das gilt auch für Vertreter von Irrlehren. Das finden wir in Titus 3, Vers 10 und 11. Nur um das mal so ganz kurz anzudeuten. Da finden wir ein ganz klares Gebot. Und das heißt, einen sektiererischen Menschen. Und da steht Anthropos Heretikos. Das ist ein Mensch, der Irrlehren verbreitet und Sektengruppen fördert. Ja? Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Ist es nicht herzlos? Ist es nicht unchristlich? Wüst, wenn man so einen armen Menschen abweist? Ja, ne? Das ist halt die Frage, wen hat man im Auge? Hat man die Herde im Auge, die wahren Gläubigen, die man schützen muss vor solchen Verführern, ja? Oder will man gerne großzügig und tolerant vor der Welt dastehen? Ja, ein echter Hirte, der seine Herde schützen will, der weiß genau, warum er so einen Menschen rausschmeißen muss. Ja? Weil sonst nämlich die ganze Herde verführt und verdorben wird. Ja? Und dazu auch vielleicht nochmal aus Titus 1, wie Hirtendienst eben auch, was das auch bedeutet, Vers 9. Da heißt es von einem Ältesten, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnswillen. Ja, also Intoleranz. Ganz deutlich, Abgrenzung, Ausgrenzung derer, die Böses tun und Böses lehren. Das ist ein biblischer Grundsatz. Ich sage noch Galater 5 dazu. Da finden wir das eben direkt auch von dieser Irrlehre, dieser
Judaisten, die die Beschneidung gelehrt haben. Vers 7 in Galater 5 folgende: Ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch aber zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Also der Apostel Paulus ist ganz schön intolerant und hart, oder? Gegenüber diesen Irrlehrern. Und das ist ja genau das, was verpönt ist unter den heutigen modernen Gemeinden. Ja? Aber wir müssen uns absondern von Verführung und Irrlehre, von Charismatik, von Bibelkritik, von Ökumene, von der modernen Gemeindewachstumsbewegung. Diese Dinge, mit denen sollen wir nichts zu tun haben. Und zwar nicht aus Intoleranz und Bosheit gegenüber den Menschen, sondern aus Liebe zu dem Herrn Jesus. Und aus Liebe zu den Schafen, die Schaden nehmen, wenn man sie dem Sauerteig aussetzt. Ja? Zweimal finden wir in der Schrift die Warnung, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und ganz viele moderne Gemeindeführer sagen, ach, wenn ich jetzt ein bisschen charismatischen Lobpreis bei mir in der Gemeinde mache und da ein Schlagzeug hinstelle, dann werden die Jugendlichen begeistert sein, dann gewinne ich die Leute, die sowieso so ein bisschen in die Richtung gehen. Und das kann doch nichts schaden, das belebt das Ganze. Ein wenig Sauerteig baut die Gemeinde auf. Ja? Und das ist einfach falsch. Ja? Und irgendwann merken sie, oh, plötzlich sind die ganzen jungen Leute weg und gehen ins ICF oder in irgendeine extreme charismatische Gemeinde. Wie kommt denn das? Wir haben ihnen doch so viele Zugeständnisse gemacht. Ja, ja, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ja? Wenn ich Irrtum zulasse und Böses zulasse in der Gemeinde, dann ruiniert das die Gemeinde. Ja? Und das haben viele moderne Evangelikale nicht verstanden. Und hier müssen wir zu einer Klarheit uns durchringen, auch in unserem persönlichen Leben. Ich möchte zum Abschluss dieses Punktes noch 2. Korinther 6 lesen. Das ist eben dieser Grundsatz der Absonderung, der ist ein Überlebensgesetz des treuen Überrests, der wahren, treuen Gemeinde in der Endzeit. 2. Korinther 6, ab Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Ja? Absonderung hat zwei Gründe. Die eine ist unser Schutz und der Schutz der Gläubigen vor dem giftigen Sauerteig. Und das andere ist aber die Ehre und Verherrlichung Gottes, dass wir verstehen, dass die wahre Gemeinde, und das gilt auch für so eine Hausgemeinde, für so einen kleinen Kreis, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich in ihrer Mitte. Sie ist ein Heiligtum Gottes. Und das Heiligtum wird entweiht, wenn da irgendein Schmutz und irgendetwas Heidnisches und Dämonisches und Falsches reinkommt. Das gilt auch für die Lobpreislieder. Ja? Das ist das, was mich unpopulär macht, dass ich sage, lasst keines von diesen verdorbenen Liedern rein in eure Gemeinde. Das ist doch extrem. Der Ebert Zeuser, der übertreibt es aber auch immer. Ja? Aber ihr Lieben, ich weiß nicht, wenn ihr selber mal in der Charismatik wart und von diesem Gift getrunken habt und frei geworden seid, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann so ein Lied nicht hören, geschweige denn mitsingen. Ja? Und ich merke, was da für eine Verführung mitschwingt und transportiert wird. Und viele merken gar nicht, sagen, was hast du denn? Was willst du denn? Ja? Aber das sind diese Dinge, da müssen wir es genau nehmen. Und zwar nicht aus Engstirnigkeit und Dogmatismus, sondern weil wir gottesfürchtig sind, weil wir wissen, der Herr will in seiner Gemeinde gegenwärtig sein. Und wir vertreiben die Gegenwart des Herrn
wenn wir Irrlehre, Dämonie, Lobpreis, auch moralische Sünde zulassen. Ja? Das ist wieder dieser Punkt mit dem Sauerteig und dieser Gemeinschaft der Geheiligten, die eben das Passahlamm essen dürfen und die das ungesäuerte Brot essen. Ja? Wenn da Sauerteig mit drin ist, dann ist alles verdorben, dann ist diese Gemeinschaft dem Herrn nicht mehr wohlgefällig. Und das gilt für Irrlehre und Verführung eben genauso wie für moralische Sünde. Und deswegen eine bibeltreue Gemeinde ist eine Gemeinde, die sich von Bösem absondert. Auch wenn das Unfrieden schafft, auch wenn das intolerant aussieht, auch wenn das vielleicht bedeutet, dass sich unsere Gemeinde halbiert, anstatt dynamisch zu wachsen in die Hunderte. Ja? Und das ist eine Prüfung. Wollen wir dem Herrn da treu sein? Geht es uns um den Herrn? Geht es uns um menschliche Anerkennung, um Wohlfühlgemeinden? Wer soll sich wohlfühlen, der Mensch oder der Herr in der Gemeinde? Ja? Das ist die große Frage heute. Ja? In immer mehr Gemeinden wird der Mensch auf den Thron gehoben und in den Mittelpunkt gestellt. Und da ist aber nicht mehr Christus und auch nicht mehr sein Geist. Da wirken dann andere Geister. Und das braucht einen nicht wundern. Ja? Aber das sehen viele nicht. Die sind blind für diese Entwicklung. Und das ist tragisch in der heutigen Zeit. Ich möchte nicht zu lang euch strapazieren, aber ich möchte einfach zum Abschluss doch nochmal dieses Sendschreiben an Philadelphia lesen, weil es für mich immer eine ganz große Ermutigung enthält. Für die wenigen bibeltreuen Gläubigen, die ernst machen mit dem Herrn und die dem Herrn Jesus heute noch nachfolgen wollen. Und deswegen lese ich mal von Offenbarung 3 noch ab Vers 7 dieses Sendschreiben. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ja, ich denke, das ist ganz wichtig und ganz tröstlich. Wir alle empfinden wahrscheinlich, und ich denke, ihr lieben Geschwister in Österreich müsst es noch ein bisschen schmerzlicher empfinden, die Schwachheit der wahren Gläubigen im Vergleich zu diesem riesigen Gebilden der Namenschristenheit, zu den zahlreichen Evangelikalen mit ihren tollen, dynamisch wachsenden Willow Creek-Gemeinden, besucherfreundlich bis zum geht nicht mehr. Ja. Was sind wir? Ein klägliches Häufchen. Ja. Aber bei dem Herrn Jesus gilt etwas ganz anderes. Da gelten nicht viele Leute. Ja? Wir erinnern uns mal an den Gideon und an seine tolle Armee, wo der Herr gesagt hat, da müssen noch welche weg. Und zum Schluss waren es dann bloß noch 300 klägliche Leutchen. Und mit denen hat der Herr Jesus den Sieg errungen. Ja? Also das müssen wir merken. Bei dem Herrn geht es nicht darum, wenn wir schwach sind, wir haben einen großen und herrlichen Herrn. Und der ist allmächtig. Und diese Schlüssel Davids, das ist ja ein Bild letztlich, dass der Herr Jesus von dem Vater im Himmel alle Macht bekommen hat. Und das sagt er im Klartext in Matthäus 28, ab Vers 18, das ist so herrlich. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er uns, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Weltzeit. Das ist unser Herr. Und auf ihn dürfen wir schauen und mit ihm dürfen wir rechnen, wenn wir uns selber klein und kraftlos fühlen. Ja, natürlich, das sind wir. Wir haben eine kleine Kraft. Und es war interessant, als ich noch Charismatiker war, da habe ich mich gestört an diesem Sendschreiben von Philadelphia. Und ich habe irgendwo gewusst, der Herr meint da nicht uns, weil wir haben ja die große Power. Ja? Das sind nicht wir, das ist irgendjemand anders, den er da meint. Ja? Und das ist halt das Interessante, wenn wir merken, wir sind schwach, dann dürfen wir doch wissen, aber wir haben einen allmächtigen Herrn. Und wenn er eine Tür aufmacht, dann kann sie niemand schließen. Weder der Papst, noch die UNO oder die EU oder die Regierung oder die evangelikalen Allianzführer oder was auch immer. Diese Tür bleibt offen und zwar, weil der Herr Jesus zu seiner eigenen Verherrlichung es so festgesetzt hat,
dass ein Zeugnis seiner Wahrheit bestehen bleibt, bis er wiederkommt und die Gemeinde von der Erde nimmt. Ja? So lange wird die Gemeinde eine offene Tür haben, Zeugnis zu geben, das Evangelium zu verkündigen. Das ist so wichtig, ihr Lieben, auch wenn wenige zuhören und relativ wenige sich bekehren. Wir dürfen nicht aufhören, das Evangelium zu verkündigen. Es gibt manche bibeltreue, konservative Christen, die sind ein bisschen verkrustet und in sich selber verschlossen und die denken, ja, der Abfall ist schon so weit, also wir können und brauchen eigentlich auch gar nicht mehr so evangelisieren. Ja? Und das ist aus meiner Sicht völlig falsch. Ja? Gott ruft noch Menschen, es ist noch Gnadenzeit. Ja? Die Zeit des Gerichts kommt schnell genug und wir dürfen die Zeit auskaufen und noch das Evangelium verkündigen. Auch wenn der Boden hart ist und wenn nicht so viele es sind, ja, letztlich muss die von Gott vorhergesehene Vollzahl der Heiden eingehen und so lange dürfen und müssen wir evangelisieren. Und wenn das passiert, dann kommt der Herr. Ja? Und deswegen, diese offene Tür, die bedeutet, denke ich, dass wir trotz Druck und Verfolgung und Verführung immer noch das Zeugnis bibeltreuer Gemeinde, das Zeugnis von Christus aufrechterhalten dürfen. Da steht der Herr dazu. Ja? Die Frage ist, erfüllen wir die Bedingungen? Na? Der Herr Jesus lobt hier diese Gemeinde und er sagt zwei Dinge, die da wichtig sind. Du hast eine kleine Kraft, okay, das ist uns klar. Du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Ja? Und ich denke, das ist die ganz große Herausforderung, gerade auch das Wort zu bewahren in einer Zeit, wo eben der Zeitgeist immer mehr gegen dieses Wort gerichtet ist. Ja? Das fängt an eben mit der Verteidigung der biblischen Ehe von Mann und Frau, ja, mit dem, dass wir einen klaren Stand haben, immer noch auch zur Homosexualität, auch wenn das jetzt inzwischen schon fast die vorbildhafte Tugend ist, ja, dass wir festhalten dran, was die Bibel sagt, Gottes Urteil, das ist auch für uns verbindlich, ja. Wir können jetzt nicht plötzlich Böse zu gut erklären, ja. Und es geht aber genauso zum Beispiel, ja, auch um Dinge wie die Frauenfrage, ja, in den meisten modernen Gemeinden gibt es heute Predigerinnen, ja, und Ältestinnen, Gemeindeleiterinnen und von den Prophetinnen in der Charismatik ganz zu schweigen, ja. Das ist nicht biblisch. 1. Timotheus 2 ist einfach eine klare Anweisung in Gottes Wort, ja. Und die biblische Stellung der Frauenfrage ist natürlich angesichts des feministischen Zeitgeistes was ganz Brisantes, ja. Gibt's richtig, da knistert's richtig und da gibt's auch eben in früher bibeltreuen Gemeinden gewaltige Kämpfe und da muss sich auch jede Schwester und auch jeder Bruder fragen, stehe ich da klar vor dem Herrn? Habe ich ein klares Ja zu Gottes Schöpfungsordnung, die eben auch die Unterordnung der Frau und die Führungsverantwortung des Mannes lehrt? In der Familie genauso wie in der Gemeinde. Ja, das ist zum Beispiel äußerst unpopulär. Ja. Aber das gehört auch mit zu dem, wenn man sagt, du hast mein Wort bewahrt, ja, dass ich da einfach sage, egal was der Zeitgeist sagt, ich stehe zu Gottes Ordnung. Ich stelle mich drunter, nicht drüber. Ja. Und von daher gesehen, kostet uns der bibeltreue Weg etwas. Und genauso dieses, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich meine, der Name Jesus sagt letztlich, es gibt nur einen einzigen Retter und den hat der Herr, Gott, der Vater selber gesandt und es gibt keinen anderen. Ich verbinde das immer mit diesem Wort des Herrn Jesus aus Johannes 12. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das ist der große antiökumenische Bekenntnissatz, ja. Die Ökumene lebt davon, weil, das wissen wir ja alle, ja, die Ökumene unter den sogenannten Namenschristen hat immer die automatische Folgerung Ökumene der Weltreligion. Also jeder, der die eine Ökumene vertritt, bis hin zur Allianz, die inzwischen auch schon den Dialog mit dem Islam predigt, die müssen sich auch der Einheit der Weltreligionen öffnen. Und wenn sie die Einheit der Weltreligionen anstreben, dann müssen sie sagen, es gibt auch noch andere Wege außer Jesus Christus. Ja? Und damit verbinde ich das, seinen Namen nicht verleugnen. Das heißt, dass wir genau das sagen, was die Apostel
in Apostelgeschichte 4 gesagt haben, und das war damals auch ein Gräuel für die Juden, ja, die gesagt haben, Mose ist der Weg. Ja. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, in dem wir gerettet werden sollen, als allein den Namen Jesus. So. Und dafür kriegen wir in Zukunft vermehrt Druck, wenn wir das bekennen. Ja. Aber wenn wir das nicht mehr bekennen, dann gehören wir auch nicht zu Philadelphia, dann brauchen wir über die Verheißung mit der offenen Tür nicht mehr reden. Ja? Also es kostet uns was, zu Philadelphia zu gehören. Es kostet uns letztlich unser Eigenleben. Ja? Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, bejahe das Todesurteil über sein Eigenleben, über sein Fleischesleben. Und dann erfahren wir auch die Kraft der Auferstehung Jesu Christi. Und dann haben wir auch Kraft, durch diese geöffnete Tür zu gehen in aller unserer Schwachheit und das Zeugnis von dem Herrn Jesus weiter auszubreiten, bis er kommt. Ja, und das ist unser Auftrag. Ich lese mal noch den Rest von diesem Wort und dann kommen wir auch zum Abschluss. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone oder deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, ich denke, das ist ein großer Trost, der auch in diesen Worten steht. Auf der einen Seite die Leute, die jetzt spotten über diese engstirnigen, fundamentalistischen Christen, die werden sich einmal wundern und werden bekennen müssen. Das sind also die, die Jesus Christus erwählt und geheiligt hat und zu denen er sich bekennt. Das wird ein großes Erschrecken und Staunen geben. Ja? Also das wird nicht so bleiben, dass wir eben der Gegenstand des Spotts und des Hohns und der Ausgrenzung sind von Seiten der verweltlichten Christen, sondern dieses Blatt wird sich einmal wenden, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt und wenn die Gemeinde in ihrer Herrlichkeit offenbart wird. Und dann eben dieser Trost. Wir sollen standhaft ausharren und warten auf den wiederkommenden Herrn. Ja? Standhaft ausharren heißt, trotz Verführung, trotz Verfolgung, trotz Schwierigkeiten, trotz Schwachheiten, einfach am Herrn festhalten, im Glauben mit ihm rechnen und sich zu ihm halten. Und die, die das tun, die wird er auch bewahren. Gut, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ich persönlich glaube, dass der Herr jederzeit kommen kann, dass wir nicht in diese letzte Versuchung der Offenbarung 13 kommen. Andere sehen das anders. Aber wie auch immer, ich denke, dieser Grundsatz, dass wir bewahrt werden, auch in allen Gefahren und Anfechtungen dieser Endzeit, wenn wir uns an den Herrn halten, den haben wir ganz fest und den dürfen wir ganz gleich, was wir da für eine Überzeugung über die Entrückung haben, wirklich auch festhalten. Der Herr bringt uns durch und nichts anderes bringt uns durch. Nicht unsere eigene Treue, unsere Willensentschiedenheit, ja, sondern der Herr in seiner Gnade. Siehe, ich komme bald. Man könnte eben auch sagen, unversehens, rasch. Ja, das ist sicher nicht mit unseren menschlichen Zeitmaßstäben verbunden, ja, denn 2000 Jahre sind doch ein bisschen lange für uns Menschen, aber für Gott sind es wie 2 Tage, 2. Petrus 3. Ja. Also das ist ganz klar, aber wir dürfen, denke ich, wirklich beständig auf den Herrn Jesus warten und mit seiner Wiederkunft rechnen. Und das gibt uns eine Hoffnung. Die Hoffnung haben wir nicht auf der Erde. Ja? Wir erwarten nicht die Erlösung und die Vollendung und die Herrlichkeit auf der Erde, wie Israel das tut, sondern wir erwarten sie im Himmel.
Wenn der Herr uns in den Himmel holt, dann werden wir Könige und Priester sein, Verherrlichte. Dann werden wir endlich auch unser elendes Fleisch los sein, was uns so viel Mühe macht und auch dem Herrn so viel Mühe macht, solange wir hier sind. Ja, das ist unser Trost. Und dann wird sich zeigen, dass wir keine Narren waren, sondern die anderen waren die Narren. Ja, dass wir das, was wir geglaubt haben, auch empfangen werden. Und das ist eben der Punkt. Ja, dort kriegen wir auch den Siegeskranz für die Überwinder. Ja, in der Himmelsherrlichkeit, wenn der Herr uns an dem Richterstuhl beurteilt hat, wenn die Dinge weggenommen sind, die unser Versagen betreffen, und wenn das übrig geblieben ist, was Lohn verdient, dann werden wir Siegesgrenze bekommen und dann werden wir eben auch diese Verheißung für die Überwinder haben. Wir werden im Tempel Gottes priesterlich dienen in der Anbetung. Wir werden aber auch als Könige auf der Erde dienen, im Regiment des Messias auf Erden. Ja, und das um dieser Verherrlichung willen, um dieser Herrlichkeit, die wir erben sollen, das wollen wir uns zum Schluss noch erinnern, müssen wir durch mancherlei Prüfungen und Leiden hier auf der Erde. Ja, das hängt für mich zusammen. Wir erben das Reich, deswegen müssen wir hier unten durch. Wir erben das Reich und werden mal andere richten, deswegen werden wir geprüft und geläutert durch Verfolgung, durch Verführung, durch alle möglichen Nöte und Bedrängnisse. Aber der Herr Jesus bringt uns durch und am Ende werden wir sehen, dass er alles gut gemacht hat. Dass alle die Dinge auch in unserem Leben letztlich durch die Gnade Gottes zu einem guten Ziel gekommen sind. Ja? Und auf dieses Ziel hin sollten wir orientiert sein. Nicht auf irdische Dinge, sondern auf die himmlischen Dinge, auf das himmlische Ziel. Und das ist letztlich, dass wir bei dem Herrn Jesus sein werden alle Zeit. Und das ist Glückseligkeit und Vollendung. Und das hat immer wieder den Christen die Kraft gegeben, zu überwinden, auszuharren und das Zeugnis von Christus zu bewahren. Und das möge der Herr uns allen auch schenken, dass wir so bewahrt werden in dieser letzten Zeit, dass wir dem Herrn treu bleiben und dass wir erleben, wie er uns zum Ziel der Herrlichkeit bringt.